So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier in Atlantis in Assassin's Creed Odyssey. Und wir müssen uns entscheiden, denn wir haben erfahren, dass Poseidon wirklich keinen Plan hatte, was seine Söhne so getrieben haben. Denn als Poseidon uns als Hybrid sozusagen, weil wir ja halb ISO sind, als die Cassés eingestellt haben, haben die Söhne sich an irgendeine Olle gewendet, die halt Krieg bringen will, und hat dann Experimente an den Menschen und so gemacht. So, und jetzt wartet Poseidon eigentlich darauf, dass wir ihm antworten, ob wir die Hekatoncheires, die ja dementsprechend statt uns als Waffe benutzt wurden, ne, aufhalten. Sage, ich bin keine Waffe oder ich vertraue dir nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe echt den Plan, oder ich habe echt das Gefühl, Poseidon hatte echt keinen Plan davon. Und ich vertraue Poseidon mal und sage, ich Du halte sie kümmerst dich um auf. diese beiden. Ich vereitle ihren Plan. Es ist zu spät. Die Prozedur war bereits erfolgreich. Der Hekatoncheires lebt. Kannst du ihn nicht hören? Das habt ihr in meinem Labor unter dem Palast getan? Der Eingang wurde verriegelt, als ich Menschenversuche verbot. Ich tipp mal. Was ist das für ein Geräusch? Ist das deine Waffe? Ich führe diese beiden der Gerechtigkeit zu. Halte du den Hekatoncheires auf, bevor wir alle sterben. Los! Alles klar. Final Bosskampf tippe ich mal jetzt. Also den Final Bosskampf im DLC. Ne? Ich bin mega gespannt. Ich kann mir unter diesem komischen Hicker schießt mich tot nichts vorstellen. Das heißt, ich weiß nicht, also Hekatonches, Chiris. Ich habe keinen Plan, was das für ein Vieh sein soll. Ich kenne den Namen da nicht. Und ich bin mal mega gespannt. Ich guck. Oh, ich kann noch nicht mal aufs Inventar zugreifen. Also es scheint tatsächlich the final boss zu sein. Kann ich irgendwas erkennen? Ich sehe hier höchstens ein paar Knochen, glaube ich, sind das. Nee. Okay. Dann let's go. Ja, Knochen. Eindeutig Knochen. Ja, what the fuck? Okay, das hat schon mal ziemlich viele Arme. Oh. Okay. Sind das Menschen? Oh. Zack, 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 zack. Das Experiment. Das sollte nicht so sein. Zack. Zack, 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 zack. Aua.
Hä? Witzig, ich krieg so wenig Schaden. Zack. Aua. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Aber ich tipp mal, dass das nicht gut ist für mich. Ich tipp mal, dass das... Aua, au, 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 au. Gut, dass ich die Rüstung habe, ne? Alter, dadurch mache ich momentan so... Habe ich so Glück, dass... Zack, 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 zack. Zack. Zack, 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 zack. Aua. Na komm. Aua. Nicht in die Ecke. Ecke ist uncool. Aua. Autsch. 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 Das finde ich persönlich uncool. Zack, 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 zack. Zack. Zack, 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 zack. Zack. Zack, 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 zack. Der Einzige, der stirbt. Aua. Das wird wehtun. Das tut weh, mein Freund. Aber schnell hier durch. Und zack, zack, zack. Und zack. Zack, 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 zack. Ah, Mann. Oh. 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 Bisschen uncool. Bisschen arg uncool. Zack. Zack, 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 zack. Zack. Zack, zack, zack. Aua. Na komm. Er hat nur noch ein Viertel. Zack. Aua. Ja. Wow. Da kam ein Fetter geflogen. Zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Aua. Batz. Batz. Und da haben wir ihn gekillt. Da haben wir ihn getötet. Oh, wieder so ein Artefakt-Ding. Ehre die Gefallen. Nutze ihre Angst. Und ich tipp mal, das Viech war hinter dieser Tür, wo wir eigentlich hätten, ne? Hintergehen sollen.
Wo er meint er so, weißt du, deswegen bist du wirklich hier. Bemerkenswert. Unter den Menschen und Isu kann es niemand mit dir aufnehmen. Wo sind Yuna und Aether? In Gefangenschaft. Aber sie werden nicht aufhören. Ich werde sie... Wenn Gefangenschaft sie nicht aufhält, gib mir ein paar Minuten allein mit ihnen. Ich sorge dafür, dass sie niemandem mehr wehtun. Und was würde das beweisen? Dass du so grausam bist wie Yuna und ihr Mann? Ich will gar nichts beweisen. Ich will dem ein Ende setzen und die retten, die durch eure Hybris leiden mussten. Also hast du am Ende wirklich den Richtspruch nach Atlantis gebracht. Sehr gut, Digastes. Hast du noch das Instrument des Kerberos? Huch. Alles klar. Ich bin ja mal gespannt. Da bin ich jetzt richtig gespannt. Also, ich meine mal, ne, an sich, ich wollte jetzt nicht sagen, alle Isu müssen dafür bezahlen, weil das klingt so von wegen, Isu sind schuld, wir Menschen sind über euch, so, oder besser als ihr, ne? Deswegen... Und die beiden sind halt wirklich schuldig, weil die haben ja in dem Sinne den ganzen Scheiß gemacht. Oh. Ich habe dir nicht alles über deinen Stab erzählt. Ihr bildet die Brücke zwischen deinen beiden Identitäten. Zusammen mit der Macht der Instrumente des Kerberos und des Hekatonchires können wir den Zyklus von Atlantis für immer beenden. Ich habe nicht nur einen sechsten Sinn entdeckt, sondern auch die Macht zur Zerstörung der ganzen Stadt. In den falschen Händen hat dieser Stab die Macht, alles zu zerstören. Deswegen bist du und nur du sein Hüter. Mir scheint, du wusstest, was passieren würde. Ich bin erschöpft, genau wie du. Ich habe viele atlantidische Zyklen lang auf den endgültigen Richtspruch gewartet. Leider kam er nicht noch früher. Wie viele Tode das verhindert hätte. Wenn wir das tun, würden deine Söhne und du... Meine Familie hatte Generationen, um gütig, bescheiden und bedacht zu agieren. Aber das taten wir nicht. Wir trafen diese Entscheidung ebenso, wie du sie getroffen hast. Die Menschen dieser Stadt verdienen den Tod nicht. Wenn wir uns dafür entscheiden, werden die Sirenen heulen und die Tiere freigelassen. Die Menschen im Purimus-Ring steigen in ihre Boote. Ich versichere dir, sie entkommen ganz sicher noch. Wenn wir die Stadt versenken, dann werde ich mit dir untergehen. Nein. Du bist der Hüter des Stabes. Er wird dich beschützen. Deine Zeit ist leider noch nicht gekommen. Leider, vor allen Dingen. Weißt du, tut mir leid. Du darfst leider noch nicht sterben. Weißt du, du hast es selbst gesagt. Yuna und Aether werden niemals aufhören. Ich habe die Labore gesehen und ihre Experimente. Es gibt nur einen Weg, um dem Leiden ein Ende zu setzen. Durch Zerstörung. Ist schade um die Stadt, aber es ist anscheinend die einzig gute Möglichkeit. Weil... Ich weiß nicht, sonst bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig. Wenn wir die Stadt
statt Dings lassen. Ne? Wenn wir die Stadt, ich sag mal, so lassen, wie sie gewesen ist, dann wären ja die Menschenexperimente hätten nie aufgehört. Er lässt seinen Dreizack fallen. Okay. Na okay, er braucht den Dreizack auch nicht mehr, wenn die Stadt nicht mehr. Ich hätte mehr Zeit gehabt, von dir zu lernen. Vielleicht hätte mich das menschlicher gemacht. Ich höre, Poseidon. Da ist sie. Unsere Iso-Freundin, die ja im Stab wohnt. Aber wir scheinen ja jetzt wieder in die griechische Welt rüberzukommen. Jetzt, wo wir Atlantis versenkt haben. Ups, meine Schuld. Och. Alexios, okay. Hüter des Stabes, deine Prüfungen sind vorüber. Wir sind wieder im Thronsaal. Sag mir, nun, da du das Schicksal von Atlantis gesehen hast, wie fühlst du dich? Mächtig. Ich möchte nach Hause. Ich bin müde. Mächtig hört sich so, ne? Ich möchte nach Hause. Wie ich mich fühle, willst du wissen? Ich bin müde, Alethea. Deine Bürde wiegt schwer, Hüter. Der Stab wird für deinen physischen Körper sorgen, aber mit der Zeit wirst du lernen müssen, dass Stärke aus dem Inneren kommt. Was war all das? Was du erlebt hast, waren Echos von Erinnerungen. Verzerrt, aber real. Wessen Erinnerung? Der Isu. Manche waren sogar von mir. Aus meiner Zeit als Dekastes. Ich wollte Gleichgewicht nach Atlantis bringen. Du? Und jetzt du. Guck mal. Warum traf ich Menschen aus meinem Leben? Prüfungen brachten mich wieder zu meinem Großvater. Phoebe, Brasidas und selbst Elpenor. Und dadurch hast du eine wertvolle Lektion gelernt. Der Stab kann Leben verlängern. Aber das ist nicht deine Rolle. Du musst lernen, dich immer und immer wieder zu verabschieden und den Tod alles, was er fordert, von dieser Welt nehmen zu lassen. Waren sie real? Sie sind ein Teil von dir, also ja. Irgendwann wirst du sie verabschieden, aber das ist eine andere Prüfung. Warum war ich im Elysium? Meine Prüfungen im Elysium brachten Zerstörung und Aufruhr. Nicht deinetwegen, sondern wegen Persephone. Sie war eine Herrscherin, die extreme Ordnung durchsetzen wollte. Du erkanntest, dass ihre Herrschaft scheitern musste. Okay. Warum war ich im in der Unterwelt? War ich gezwungen, ein Reich voller Chaos zu ertragen. In der Tat. Hades war ein König, der dieses Chaos wollte. Und daher kam die Zerstörung. Aber denk daran, du wirst weit Schlimmeres aushalten müssen, bevor dein Tod kommt.
Warum war ich in Atlantis? Elysion und die Unterwelt waren dem Untergang geweiht. Aber Atlantis? Ich dachte, Poseidon und ich könnten Gutes bewirken. Und doch erkanntest du uns, Isu, wie wir wirklich waren. Unvollkommen. Egal wie oft ich dieses Erinnerungsecho gesehen habe, mein Zuhause wird immer vernichtet. Verlassen wir Atlantis. Ich bin bereit zu gehen. Kommst du mit? Wir sind immerhin verbunden. Du hast erlebt, wie Persephone durch Ordnung herrschte, Hades durch Chaos. In Atlantis hast du erfahren, wie es ist, selbst zu regieren. Das war eine Katastrophe. Du hast gesehen, dass es für den Hüter keinen Weg zur Macht gibt. Durch den Stab kannst du die Welt in die Knie zwingen. Doch das ist nicht deine Rolle. Du musst deine Stärke einsetzen, um die Macht des Stabes in ihre Schranken zu weisen, zu bewachen, zu hüten. Ich überziehe heute mal nur die Folge. Weil ich glaube, das ist jetzt das Ende vom DLC. Und dann können wir gleich im nächsten Part mit der nächsten DLC anfangen. Meine Martha sagte mir einst, ich sei von den Göttern gesandt worden, um die Welt zu beschützen. Ich gab ihm mein Wort. Und jetzt gebe ich es dir. Und dein Wort, Erben der Erinnerungen? Du musst aufwachen und Wiedergutmachung leisten, bevor es zu spät ist. Sonst wirst du diese Welt in Stücke reißen. Erwache nun! Der Eindringling hat dich gefunden! Wach auf! Schnell! Oh. Wie gesagt, heute eine längere Folge, weil es scheint ja das Ende der des Dings zu sein. Wenn es zu lange wird, schneide ich diesen Part in zwei Teile. Nein! Wo bist du? Selbstgespräche, Leila Hassan? Das ISO-Artefakt hat sie offensichtlich beeinflusst. Sie verlieren den Verstand. Mr. Burke, endlich zeigen Sie sich. Sehr beeindruckend. Ich wusste, wenn jemand diesen Ort entdecken würde, dann Sie. Aber sie verließen Abstergo, bevor ich ihnen diese Mission zuteilen konnte. Nachdem sie uns belauscht hatten, hatte Sigma 6 keine Probleme, ihn zu finden. Wir wissen, dass sie es war. Richtig. Was sie aber nicht wissen, ist, dass wir sie schon viel länger abhören. Seit sie das Buch von Herodotos fanden, dank der Templerforschung, die sie sich ja ebenfalls gestohlen haben. Warum arbeiten sie mit den Templern? Abstergo sind Mörder und sie sind nichts als deren Killermaschine. Nachvollziehbare Behauptung. Aber was ist mit dem Sigma-Team, das ich auf sie angesetzt hatte? Sie haben sie getötet. Ich habe ihre Daten in der Abstergo-Datenbank gesehen. Ich weiß von Elina. Wenn sie wüssten, was der Stab für sie tun könnte... Kein weiteres Wort über sie. Dann vergessen sie's. Ich wollte verhandeln. Keine Verhandlung. Ich nehme das Artefakt an mich. Sie haben kein Recht... Sie hatten kein Recht, Diana etwas anzutun. Sie hätten hinter mir her sein sollen. Sie waren die Nächste auf der Liste. Sie hake ich heute ab. Genug. Otso, sie, Yahoma, es reicht. Du Sohn eines Esels! Die Welt da draußen geht ihrem unausweichlichen Ende entgegen. Auf welcher Seite sie stehen, ist jetzt hinfällig. Los! Her mit dem Stab! Nein. Ich werde immer eine Assassinin sein. Und wenn Sie den Stab wollen, holen Sie ihn sich. Oh, ich muss gegen ihn kämpfen. Also das ist tatsächlich dann der Final Kampf. Ich dachte, das wäre das Dings. Wissen Sie, was ich an dem Stab mag? Geben Sie nicht so an. Es ist die Unsterblichkeit. Armselig bis zum Schluss. Die Sache ist, Mr. Burke, es ist mir egal, ob Sie überleben. Stehen Sie mir nur nicht im Weg. Sehen Sie es ein.
Die Templer haben verloren. Ihr zwei, bitte komm! Alter, ihr zwei, bitte komm! Atlantis ist kompromittiert! Meine Beine! Alethea? Alethea! Okay, denk nach, Layla. Der Funk ist aus. Wie soll ich Hilfe holen? Ich hab dich enttäuscht. Komm zurück. Wir werden wieder zusammen sein. Komm zurück. Weg. Ohne dich schaffe ich es nicht. Ich zeige es nicht, aber ich habe Angst. Was tue ich hier? Ich bin allein und ich brauche dich. Bitte, komm zurück. Gib mir wenigstens ein Zeichen. Irgendwas. Dein in ihr. Kann mich jemand hören? Victoria, wir versuchen die ganze Zeit, die Kommunikation wiederherzustellen. Erst waren alle Lebenszeichen weg und dann... Elena, ich bin es. Layla? Aber das ist Victorias Kanal. Wo ist sie denn? Was ist los bei euch? Habt ihr die Prüfungen überstanden? Ja, wir haben den Stab. Ich habe die Prüfungen bestanden, aber... Unglaublich! Ein echtes Izu-Artefakt unter Assassinenkontrolle! Das verändert alles! Ich habe es nicht unter Kontrolle und es verändert nichts. Der Eindringling ist Otto Burke. Er ist mit mir im Thronsaal. Ich kann alles erklären. Aber die Templer sind hinter uns her. Du musst mich hier rausholen. Er ist bei dir? Alles in Ordnung? Wir haben gekämpft. Er ist ohnmächtig, aber stabil. Aber bitte, ich will nicht nach ihm sehen. Du hast ihn nicht getötet? Nein. Er lebt noch. Bleib, wo du bist, Layla. Wir holen dich raus, aber das dauert ein bisschen. Was hast du jetzt vor? Bis ihr hier seid, gehe ich zurück in den Animus. Es gibt viele, von denen ich mich verabschieden muss. Wow. Oh, wow. Alter Schwede. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir irgendwie den Stab nutzen, um Vic wieder zu holen. Also Victoria. Unbegrenzte Macht. Legendäre Waffen und bieten einzig. Ja. Ich würde halt gern wissen. Sind wir jetzt wirklich am Ende? Weil, kommt mir halt da so vor, ne? Dass wir wirklich am Ende sind und schauen, dass wir, ne? Jetzt im Grunde, ne? Wir haben Atlantis versenkt, so like Schiffe versenken. Wir haben dementsprechend jetzt
ein von den Abstergo-Typen da, also diesen Berg, gedingst, fertig gemacht. Und so wie das aussieht, sind wir jetzt wieder bei der Poseidon-Statue, oder? Oder? Ja, gucke mal. Das ist wieder die Poseidon-Statue im. Nee, tatsächlich sind wir auf Kefalenia. Hö. 40. Also, wir sind gerade. Also, wir sind auf jeden Fall fertig mit dem DLC. Wir sind auf Kefalenia, finde ich interessant. Direkt bei Zeus Blitz. Interessant. Naja, ich würde sagen, dementsprechend war es das erstmal für diese Folge von Assassin's Creed Odyssey. Wir werden in der nächsten Folge dann das nächste DLC angehen, nämlich die das Vermächtnis der ersten Klinge. Ich bin mega gespannt, was da auf uns zukommen wird. Ich weiß, heute eine lange Folge, aber ne, ab nächster Folge wird es dann, also ab morgen sozusagen, wird es dann wieder normale 20 bis 25 Minuten folgen. Ne? Dementsprechend würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Levus Kisan.